Notruf. Es geht um Sekunden. Eine Patientin bekommt wenig Luft. Für Notarzt Florian Meyer klingt es ganz nach einem ernsten Fall. Vielleicht ein lebensgefährlicher Herzinfarkt. Also das ist natürlich oftmals schon so, dass die dann zumindest ein Überwachungsbett oder ein Intensivbett brauchen. Und da haben wir keine. Und was heißt das dann? Dann werden wir in Oberbayern suchen, wo wir ein Bett finden. Wie ist da die Aussicht? Schlecht. Werden die Rettungssanitäter für die Notfallpatientin ein Bett finden? Auch Hochrisikopatientin Jasmin Steiger macht sich wegen der Corona-Lage Sorgen um ihre Behandlung. Heute soll aber alles so schön wie möglich sein. Tochter Sophia wird 2 Jahre alt. Und klar, da gibt's Torte. Ach, du hast Geburtstag, du darfst auch mit der Hand essen. So. Aber nicht alle Tage sind so ausgelassen. Mama Jasmin ist schwer krank, hat Brustkrebs. Ein aggressiver Tumor, der auch die Lymphknoten befallen hat. Die Angst begleitet sie jeden Tag. Wenn es hart auf hart käme und ich würde sterben, die Große, ich denke, die würde sich schon noch ein bisschen an mich erinnern. Aber meine Kleine, die hätte dann nur Fotos und Videos von mir. Die würde ihre Mama dann nicht mehr kennenlernen. Jasmin ist in Behandlung, hat die Chemo fast geschafft. Rund 6 Wochen später soll ihr Tumor in einer OP entfernt werden. Eigentlich. Ich finde es halt schlimm, dass ich mir jetzt schon Gedanken darüber machen muss, wird meine OP jetzt abgesagt? Kann die stattfinden? Was passiert, wenn die abgesagt wird? Wie lange wird es rausgeschoben, bis ich dann operiert werde? Denn schon jetzt müssen viele Krankenhäuser planbare Operationen wegen der Belastung durch die 4. Corona-Welle verschieben. Auch das Klinikum Fürth. Noch vergangene Woche wurden Patienten aus Südbayern in Nordbayern aufgenommen. Aber inzwischen mussten sie auch in Fürth bereits ihre Intensivstation abmelden. So wie die meisten Krankenhäuser im Großraum Nürnberg. Also auch in Nordbayern werden die Kapazitäten mehr als knapp. Wir versuchen jetzt in den Krankenhäusern nochmal umzuschichten. Aber es ist schwierig, weil eben auch die Non-Covid-Patienten mit hohem Behandlungsbedarf in den Krankenhäusern sind. Die schweren Corona-Verläufe nehmen immer stärker zu, vor allem bei Ungeimpften. Akute Fälle gehen für die Mediziner vor, unabhängig vom Impfstatus. Das Dilemma? Patienten wie Jasmin Steiger müssen deswegen vielleicht auf ihre dringende OP warten. Ich bin enttäuscht darüber, dass eben andere Behandlungen zurückgestellt werden müssen. Weil ich es nicht richtig finde. Ich finde es nicht richtig, wenn Menschen, die nichts dafür tun, aber nichts, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen, nur an sich denken, egoistisch sind, dann auch noch sagen, ja, dann musst du halt warten mit deiner OP. Trotz Chemo und geschwächtem Immunsystem ist Jasmin Steiger doppelt geimpft. Dass ihre wichtige OP vielleicht wegen der vielen ungeimpften Corona-Patienten verschoben werden muss, kann ihr Mann nicht fassen. Ich verstehe es einfach nicht, warum die Leute sich nicht impfen lassen und einfach die Intensivbetten frei halten werden für Leute, die die OP eigentlich eher wichtiger brauchen, als ich Corona leugne. Ich habe Angst, dass meine Familie stirbt. Dass ich die Kinder dann irgendwann alleine großziehen muss. Zurück zum Notfall. Die ältere Dame hat jetzt Herzkammerflimmern. Eine ernste Situation. Kardiale Dekompensation bei Verdacht auf akutes Koronarsyndrom. Genau. Und wir brauchen ein Intensivbett. Also auf alle Fälle Überwachungsbett. Die Frau muss dringend ins Krankenhaus. Und auf Intensivstation überwacht werden. Doch welche Klinik kann sie aufnehmen? Das muss Rettungsassistentin Melanie Scheifel jetzt klären. Aber warum kann die Patientin nicht ins 5 Minuten entfernte Klinikum nach Agatharit gebracht werden? Weil wir hier kein Überwachungsbett frei haben. Sprich, alle Plätze im Bereich der Überwachung und auf Intensiv sind belegt. Jetzt müssen wir die Patientin, damit sie schnellstmöglich komplett versorgt wird, 45 Minuten nach Rosenheim fahren.
Und das ist gefährlich, so lange dahin zu fahren? Ja, natürlich, bei kardialen Geschichten kann natürlich jederzeit einem Hinterkopf passieren, dass sie reanimationspflichtig wird oder uns komplett dekompensiert. Da geht es dann um Leben und Tod. Für die schwerkranke Frau ist die Fahrt ins 40 Kilometer entfernte Rosenheim eine große Belastung. Ihr Blutdruck steigt immer mehr. Der Sauerstoff wird knapp. Das Rettungsteam bangt. Hoffentlich gibt es nicht noch mehr Komplikationen. Die lange Fahrzeit bräuchte es nicht, wenn in Agathariet ein Intensivbett frei wäre. Ich denke, wir sind quasi im Worst-Case-Szenario, dass wir keine Intensivbetten mehr haben. Ich denke, wenn es weitergeht, die Transportwege werden immer mehr und immer mehr. Und ich nehme das Wort Triage eigentlich sehr ungern in den Mund. Aber ich denke, wir werden dann zu dem Punkt kommen, wo ich mir überlegen muss, welchen Patienten nehme ich auf die Intensivstation auch und welchen Patienten nehme ich nicht mit auf. Und ich möchte als Arzt diese Entscheidung nicht treffen. Doch die Ärzte in Bayern fürchten, in den nächsten Wochen wird genau diese Frage auf sie zukommen.